Moin Leute, Moin. Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. In diesem Video schauen wir uns die Multiplikation und die Division der komplexen Zahlen an. Hierfür ist es schon wichtig, dass ihr die vorherigen Videos in der Playlist gesehen habt oder dass ihr ungefähr eine Ahnung habt davon, wie komplexe Zahlen laufen, denn das ist schon so ein bisschen fortgeschritten. Die Grundrechenarten sollte man dafür schon können. Genau, wir fangen an mit der Multiplikation. Wir machen es einmal allgemein, danach anhand eines Beispiels. Wir haben zwei allgemeine komplexe Zahlen, hier Realteil, Imaginärteil jeweils. Und wenn wir die multiplizieren, muss man das so mit Klammern aufschreiben und dann ist im Endeffekt das Distributivgesetz, ne? Ausmultiplizieren auf Deutsch. Genau. Wenn man das macht, ganz normal ausmultiplizieren, muss man darauf achten, dass i² minus 1 ist. Das ist eigentlich das Einzige. Ne? Und wenn man das macht, kommt man bei dem einen Term, hat man nämlich einmal bi mal yi sozusagen, kommt man auf i Quadrat und dann muss man, kann man dafür minus 1 einsetzen und dann hat man diesen Term hier stehen, minus by. Genau, und das zeigen wir einfach nochmal am Beispiel. Genau, das. Christian? Wer da Lust hat? Bisschen nach links musst du. Genau. Ach, da ist er. Kannst machen. Genau, hier die zwei komplexen Zahlen. Einfach hinschreiben. Klammern sind ganz wichtig, denn dann weiß man auch, dass man es ausmultiplizieren muss. Ja. 3 mal 3, 9. 3 mal i, 3i, minus 2i mal 3, minus 6i, minus 2i mal i, minus 2i Quadrat. So, und dieses minus 2i Quadrat wird halt dazu, dass aus dem minus 2i Quadrat ein plus 2 wird. Ja. So, und diese plus 2 kann man dann mit der 9 zusammenfassen, dann haben wir eine 11. Genau, und die plus 3i minus 6i ist minus 3i. So. Genau, anschaulich bedeutet das Folgendes, das ist ganz interessant und auch ganz wichtig für die späteren Videos. Wenn man zwei Zahlen miteinander multipliziert, zwei komplexe Zahlen, hier W und Z, ja, das sind sozusagen die Pfeile, das sind sozusagen die Punkte hier in der Gauss-Ebene, ja, dann ist das nichts anderes. Die resultierende Zahl ist vom Betrag her genauso lang wie Z mal W, die Beträge, wenn man die multipliziert. Ja. Also einfach aneinander angehängt. Ja, das heißt genau, und der Winkel ist auch ganz interessant. Der kleine blaue Winkel hier plus der rote Winkel sind gleich der grüne Winkel. Ja, das heißt sozusagen, das ist sehr wichtig später, das heißt Phi 1 und Phi 2 zusammen sind gleich Phi 3. Falls ihr es mit dem Winkel noch nicht kennt, da kommt in den nächsten Videos. Gehen wir nochmal genau. Der Winkel wird sehr wichtig, auch später, weil wenn man Gleichungen löst, ist dieser Winkel sehr wichtig. Und genau. Ja, also was es anschaulich bedeutet. Genau. Genau, dann schauen kommen wir uns die Division an. Ja. Hier braucht man einen kleinen Trick. Also wir haben, wie gesagt, unsere beiden Zahlen, die schreiben wir dann im Bruch hin. Und nun brauchen wir die komplex konjugierte Zahl. Die haben wir im ersten Video und im zweiten Video haben wir die eingeführt. Die komplex konjugierte Zahl vom Nenner. Man muss diesen Bruch nämlich mit der komplex konjugierten Zahl vom Nenner erweitern. So. W ist jetzt bei uns im Nenner, also x plus y. Ja. Hier, ne? Das haben wir auch geschrieben und hier ist es erweitert. X minus yi und x minus yi. Genau. Auf beiden Seiten. Muss man machen. Genau. Dann, das ist sozusagen ein Trick und dann vereinfacht sich das an. Sehr. Dann vereinfacht sich die ganze Rutsche. Das sieht zwar jetzt nicht unbedingt einfach aus, aber wenn man dann nachher Zahlenwerte hat, dann geht das. Ne? Ja. Also dann multipliziert man oben einfach aus. Ne? Distributivgesetz gilt immer noch, oben und unten ausmultiplizieren. Ja. Und dann sieht man nämlich, dass sich das i durch das Distributivgesetz, wissen wir ja, dass aus dem i dann aus dem i Quadrat wird und dann haben wir unten kein i mehr stehen. Ja. Ne? Wenn wir gleich anhand des Zahlenbeispiels sehen, das ist jetzt erstmal ganz allgemein. Ganz allgemein wäre das hier der Realteil und das hier der Imaginärteil. Aber nur der Faktor sozusagen vor dem i ist der Imaginärteil. Ja? Man muss das ganz oft so aufsplitten und angeben, was ist. Ganz allgemein, und jetzt kommen wir zum Beispiel. Das sind die beiden Zahlen, die wir durcheinander teilen. Ja. Schreiben wir dann einfach so hin. Okay, wir haben gesagt, wir erweitern mit der komplex konjugierten Zahl vom Nenner. Also nicht 2 plus 1i, sondern 2 minus 1i. So, das multiplizieren wir dann aus. 1 mit 2, 1 mal minus 1i. Ich glaube, das kriegen die alle hin. Genau. So. Und unten auch. Und wir sehen, wenn man eine Zahl mit der komplex konjugierten Zahl davon multipliziert, ergibt sich kein i mehr. Also es gibt der Imaginärteil fällt weg. Genau, also es gibt nur noch einen Realteil. Ja. Ne? Das sehen wir hier. Ne? Wir haben hier 2 mal 2.
Und im Endeffekt ist es wie die dritte binomische Formel. So, wie gesagt, das zaut sich hier weg und am Ende bleibt unten stehen 4 plus 1, sozusagen 5. Genau. Und dann haben wir hier 3 Fünftel und 1 Fünftel i, das ist imaginär und Realteil. Genau, sieht nicht mehr so kompliziert aus wie eben. Das ist ganz wichtig, wenn man zum Beispiel einen Bruch hat und will das in Real- und Imaginärteil haben, muss man das so machen. Genau, hier in dem Schritt sehen wir, es ist ja durch 5 geteilt und dann kann man das aufteilen in zwei Brüche. Ne? Einmal 3 Fünftel und einmal i durch 5. Ja. Dann haben wir einmal Realteil und Imaginärteil voneinander getrennt. Genau. Gut, jetzt kommen wir ein paar Aufgaben. Genau, ein paar Aufgaben. Und Real- und Imaginärteil angeben, einsetzen, beliebte Aufgaben auch in Arbeiten oder in Übungsaufgaben. Genau. Einmal bitte pausieren. Pausiert mal. So, hier haben wir die Rutsche aufgeschrieben, einfach einsetzen und dann mit dem komplexkonjugierten Nenner muss man das erweitern. Ja, und Entschuldigung, dann sehen wir, man könnte es theoretisch auch nur mit i erweitern, ja, aber wir machen es auch mit dem komplexkonjugierten, in dem Fall würde das gehen mit i, aber wenn man eine Summe hat unten im Nenner, muss man es mit dem komplexkonjugierten machen, damit sich die mittleren Terme aufheben. Machen wir es mal. Und genau, dann haben wir hier minus i Quadrat unten stehen, oben minus i muss man ausmultiplizieren. I Quadrat ist minus 1, minus steht noch davor, bleibt eine 1 stehen, recht dankbar. Und dann kann man direkt ablesen, 4i minus 2, 4 ist sozusagen mein Imaginärteil, ja, die 4 steht vor dem i und die minus 2 ist der Realteil, ist egal ob es gedreht ist. Ne? Ob der Imaginärteil oder der Realteil als erstes kommt. Genau. So, hier ausmultiplizieren. T ist gleich komplexkonjugiert von R. Komplexkonjugiert von R ist einfach kein plus 5i, sondern minus 5i. Nur vor dem i wird das Vorzeichen gedreht. Genau. Das von dem Realteil das Vorzeichen bleibt. So, das multiplizieren wir aus. Und wir sehen, hier steht wieder sehr schön plus 10i, minus 10i, das heißt, der Mittelteil fällt weg. Das hattest du eben auch erwähnt, das ist ganz wichtig, deswegen multipliziert man mit dem komplexkonjugierten Teil eigentlich, damit der Mittelteil wegfällt beim Bruch. Ne? Genau, und dann steht hier minus 4 plus 25, weil aus dem i Quadrat wird ja eine minus 1, hier steht minus 25, also plus 25. Minus 4 plus 25 ist 21. So, und dann ist der Realteil 1 und der Imaginärteil ist 0. Realteil 21. 21, klar. 21 natürlich. Und der Imaginärteil ist 0. So, die letzte Aufgabe, also wir durch für das Video. Wir subtrahieren zwei Brüche voneinander. Hier muss man auch mit den komplex konjugierten Zahlen arbeiten, um die überhaupt auf einen Nenner zu bringen. Ja, um erstmal den Nenner sozusagen wegzubekommen, um den real zu machen. Ja, ganz wichtig. Und das heißt, hier steht plus 3 plus i, hier steht 3 minus 2 i. Einfach das Vorzeichen geswitcht. Ja? Dann ist jetzt sozusagen der Vorteil, haben wir reale Nenner. Ja? Nur ein Realteil. Wenn man das ausmultipliziert, müsste man darauf kommen, wenn wir da keine Fehler gemacht haben. Passiert auch ab und zu. Ne? Ihr seht, sobald man eine Zahl mit der Komplexkonjugierten multipliziert, ist einfach die beiden Quadrate, also 3 ins Quadrat und 1 ins Quadrat, zusammen addiert. Ja. Hier so und hier so, ist immer so. Und die mittleren Terme heben sich auf. Das ist der Vorteil bei diesem komplex konjugierten, wenn man damit erweitert. So, dann sieht das hier so aus, die ganze Nummer. Dann kann man das aufsplitten und 10 und 13 sind 130, der gemeinsame Nenner. Und ja, dann muss man es einfach nur noch zusammenfassen, die Terme, die i's und die Zahlen. Und dann kommt man drauf, dass der Realteil 31 26. ist, hoffentlich, und der Imaginärteil minus 1 26. Ja, das sollte so stimmen. Und ja. Gut. Nächstes Video. Was machen wir? Polarkoordinaten. Ja. Ganz wichtig. Das ist erstmal komisch für viele, so, dass man Polarkoordinaten, aber wie gesagt, wird wichtig für Gleichungen später, wenn man ja, das noch alles braucht. Und wir sind ganz ehrlich, wir stellen es gut dar. Mhm. Gut, Leute. Also dranbleiben, ne? Ciao. Ciao.